Schloss Arbon ist ein möglicher Standort für das historische Museum Thurgau. Gott will sich die Regierung im Moment nicht um das Seilziehen von den beiden Städten kümmern, wird die Auszeit in Arbon genutzt, um ein Konzept auszuschaffen, wo der alte Standort Frauenfeld kann ausstechen kann. Der Max Gimmel von der FDP kämpft in einer Taskforce an vorderster Front für das Ziel. Also wir haben von unserer Fraktion eine Motion eingereicht, dass sich die Stadt bemühen soll, um den Standort auf Arbon zu bringen. Der Stadtrat hat die Motion umgesetzt. Es hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die hat auch schon getagt. Und damit ist das eigentlich aufgeleistet. Und als nächstes gilt es jetzt, auch entsprechende Projektideen anfangen zu denken. In Frauenfeld will man nichts von einer Zügelte wissen. Auch da kämpft man dafür, dass das Museum ortsansässig bleibt. Wir sind schon immer sehr aktiv gewesen. Wir sind in verschiedenen Arbeitsgruppen integriert gewesen, haben mitgewirkt, haben aufgezeigt, dass auch beim jetzigen historischen Museum durch Annexbauten neue Ausstellungsräume geschaffen werden. Wir haben eben den Wettbewerb gehabt, im Zusammenhang mit dem Kasernenareal. Im Gemeinderat ist es mehrmals diskutiert worden. Der Gesamtgemeinderat hat gesagt, das ist etwas, das man unbedingt in Frauenfeld behalten muss. Das historische Museum Thurgau beherbergt Schätze wie eine päpstliche Mitra aus dem frühen 15. Jahrhundert oder den Bischofsstab aus der Benediktinerabtei Fischingen. Die, aber auch neue Exponate wollen Arbon und Frauenfeld zeigen. Beide Städte wissen, warum sie der richtige Standort sind. Heute muss ein historisches Museum auch moderne Sachen zeigen, auch die nähere Industriegeschichte zeigen. Und eben die ist es vor allem, wo ja Arbon sehr berühmt gemacht hat, mit der berühmten Familie Saurer natürlich, aber auch weiteren anderen grossen Betrieben, die in Arbon angefangen haben zu wachsen. Erstens mal ist das historische Museum da, es zeigt positive Entwicklungen, es hat mehr Besucher und Zuhörer, Zuschauer von den Führungen und Ausstellungen und es ist natürlich näher beim Staatsarchiv zum Beispiel oder bei anderen Museen, die der Kanton hat. Wo man in Zukunft also das Fräuli mit dem Läuli oder alte Ritterrüstungen darf betrachten, ist nach wie vor unklar. Seilziehen ums historische Museum geht in die nächste Runde.